teure Sportwagen bei Manta Racing im Gewerbepark am Nürburgring. Spezialisierte Mechaniker machen die Wagen fit für mehr Renngefühl auf der Nordschleife. Die Kunden sind Autobesitzer, die noch mehr Power wollen. Die Geschäfte gehen gut. 6 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht das Unternehmen. Ein wichtiges Lockmittel für die reiche Kundschaft ist die Formel 1. Doch die Zukunft der Formel 1-Rennen auf dem Ring ist gefährdet. Die Kosten sind immens und das Land will die Millionenverluste bei den Rennen in der derzeitigen Höhe nicht mehr tragen. Für uns würde das wahrscheinlich bedeuten, dass weniger Kundschaft kommt und die Nordschleife auch nicht mehr so besucht wird. Gerade auch von der Nordschleife sind wir sehr abhängig mit Kunden, weil auch viele Fahrerlehrgänge stattfinden und auch viele Lehrgänge sind, wo Porsche-Kunden sind. Das Zugpferd Formel 1 und seine Fans pushen die Wirtschaft am Ring. Das weiß auch die Landesregierung und will bei ihm bessere Konditionen aushandeln. Bernie Ecclestone, dem milliardenschweren Imperator der Formel 1. Er verlangt gewaltige Garantiezahlungen dafür, dass die Teams überhaupt antreten. In der Rennsportbranche ist von rund 20 Millionen Euro die Rede. Erschwerend, so der SWR-Rennsport-Experte Oliver Frick, kommt hinzu, dass der ewige Wettstreit mit der zweiten deutschen Grand Prix-Strecke in Hockenheim an Schärfe zunimmt und auf eine Entscheidung zuläuft. Der Nürburgring besticht für mich durch seine Tradition und auch durch die neuen Umbauten. Der Hockenheimring liegt einfach strategisch verkehrsgünstiger. Die Teams wären schneller da. Es gibt mehr Hotels im Umfeld. Also momentan vom Bauchgefühl her würde ich sagen, wenn überhaupt eine deutsche Rennstrecke überlebt, dann wird es eher der Hockenheimring sein. Die Konkurrenz der Formel-1-Strecken in Asien ist riesengroß. Hier hat es Ecclestone mit Partnern zu tun, bei denen Geld kaum eine Rolle spielt. Rheinland-Pfalz kann da eigentlich schon lange nicht mehr mithalten. Finanziell mit dem Rücken an der Wand gibt es keine Spielräume mehr. Mir steht eine Finanzmasse X zu zum Verhandeln. Und da wird man sehen, ob die andere Seite darauf eingeht. Wir glauben, dass der Nürburgring gute Argumente hat, hohe Zuschauerzahlen. Dieses Jahr wird es wieder ein Rekordergebnis geben. Ich glaube, das ist schon ein Wert, der mit eingebracht werden kann. Geschäftsführer Jörg Lindner wird bei den Verhandlungen mit dem inzwischen 80-jährigen Bernie Ecclestone dabei sein. Seine Gesellschaft, die Nürburgring Automotive GmbH, betreibt den Nürburgring. Ich habe einen sehr positiven Eindruck von Herrn Ecclestone. Er ist ein knochentrockener, harter Verhandlungspartner, aber ein sehr fairer. Und wie gesagt, wie ich höre, das wird ja etwas sein, was wir in der Zukunft jetzt erst feststellen müssen. Ein Mann mit einer Handschlagqualität und das findet man heutzutage auch nicht mehr überall. In wenigen Wochen sollen die Verhandlungen mit dem Formel-1-Riesen Ecclestone beginnen. Die Landesregierung will erstmal ein Rennen zu besseren finanziellen Konditionen durchsetzen oder vielleicht besser darum bitten. So wie Bernie Ecclestone gestrickt ist, wird er eher, ein bisschen von oben herab mit der Landesregierung verhandeln, weil er ganz genau weiß, dass er eigentlich in der stärkeren Position ist. So sieht das auch der Kölner Sportmarktanalyst Marcel Cordes. Er könnte auf den Nürburgring verzichten. Es gibt Ausweichstrecken auch in Europa, wie Spa zum Beispiel. Also es ist nicht zwanghaft so, dass der Nürburgring ausgewählt werden muss, dass man dort eine Einigung pro Nürburgring finden muss. Was bleibt, ist das Prinzip Hoffnung. Das gilt für die Landesregierung und die Wirtschaft am Ring. Hoteliers und Autodienstleister können sich den Ring ohne Formel 1 nicht vorstellen. Wir haben große Angst um die Formel 1. Wir möchten die einfach behalten, weil das ist hier ein Highlight. Und es gibt sehr viel Geld in die Region. Eigentlich gehört die jedes Jahr hierhin. Die Formel 1 in Deutschland, das ist das Größte für die Leute und die Fans. Meinen Sie, es geht wieder aufwärts jetzt? Ja, es wird aufwärts gehen. Schließlich könnte doch auch Ecclestone nicht einfach übergehen, dass der derzeit beste Formel 1-Fahrer aus Deutschland kommt und der so viele Fans wie schon lange nicht mehr zum Nürburgring zieht. Doch auch Sebastian Vettel wird wohl nicht verhindern können, dass das Land beim bevorstehenden Rennen einen Millionenverlust tragen muss.